Musikantenstadl moderieren. Seit 2006 gibt es den Stadlstern einmal im Jahr. Das bedeutet, dass wir Ihnen das Jahr über aus jedem Land ein Talent vorstellen und Sie wählen dann im Silvesterstadl den oder diejenigen, von denen Sie meinen, die haben den Stadlstern verdient. 2007 waren wir hier in dieser Halle in Basel und danach im Silvester haben Sie dieser Familie den Stadlstern überreicht. Verdient ist verdient, der Stadlstern ging nach Schwarzeneck ins Berneroberland zu einer fröhlichen Familie, die immer musikalisch drauf ist, die immer mit einem Schweizer Örgerli unterwegs sind und immer mit einem Apostroph. Ösch, die Dritten! Yeah.
Bitte sehr. Dankeschön. Schaut euch das an. Wow. Schau her. Schau her. Meine Damen und Herren, schauen Sie, wie gut gekleidet unsere Fans, und dann sagen Sie noch mal, Volksmusik hat keine jungen Fans. Sehr schick angezogen, und ich sage im Namen meiner Kolleginnen hinten, vielen Dank für die schönen Blumen. Gute Reise zum Platz. Das ist nämlich sehr weit. Dankeschön. Für die kleinen Füße. So herzig. Ich freue mich tipptopp. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause jetzt denken, das ist nur hier im Stadl so, das stimmt nicht. Ihr seid ja gerade mit dem Stadl, wir sind mit dem Stadl unterwegs. Donnerstag geht's weiter in Passau. Ja. Und dann in der Schweiz sind wir auch noch. In Kreuzlingen sind wir noch. Und jeden Abend wird diese Familie so gefeiert wie hier heute. Ich bin ganz begeistert. Ich habe es gerade gesagt, 2007 Stadlstern habt ihr bekommen. Ich habe dich nicht gesehen. Ich war hinter der Bühne, ich hatte noch Angst. Warum? Willst du die ehrliche Antwort wissen? Ich will die ehrliche Antwort wissen. Die ehrliche Antwort ist, der Jodler, der war ja einfach zu schnell. Das stimmt überhaupt genau. Gar nicht. Genau, ich bin ein Berner. Ach, das, deswegen verstehen wir uns so gut. Genau. Ja. Alles schön gemütlich, nichts übers Knie brechen, schön langsam. Ich habe gehört, ihr habt euch so geschwind beworben beim Musikantenstadl Nachwuchs, dass ihr einfach einen Titel ausgesucht habt, wo die Mama nicht mitgesungen hat. Ja. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe einen Beweis, dass die Mama schon immer dabei war. Wäre ja auch komisch, oder? Eine Familie mit Kindern, wo die Mama nicht dabei ist. Sie war auch musikalisch immer schon dabei, und wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Halt dich fest, bitte. Achtung. Es ist köstlich. Das ist. Habe ich gar nicht gewusst. Also, die einzigen, die ich wirklich erkannt habe, wart ihr beide. Ja, ich habe den jungen Mann nicht erkannt, der immer. Der jüngste von uns. Nein. Was? Der größte war der kleinste damals. Er hat vor kurzem 23. Geburtstag gehabt. Da kann man nur einmal applaudieren. Im Nachhinein alles Gute. Wir haben ja ausgiebig gefeiert auf der Tournee. Jetzt kannte ich dieses Lied, das ihr da gesungen habt mit dem 7000 Ritter. Kennt ihr das noch? Lange, lange ist es her, Andi. Hast du es noch? Weiß es nicht. Kannst du es? Ich kann's, und der Wolfgang kann's auch. Bitte. Oh. Schon als ich kleiner war, da war mir sonnenklar. Was ich dort sehe. Oh, 7000 Ritter, Kinder, 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 im Sommer und im Winter, immer zu lauter Ost, lauter Kuh. Oriole, Oriole. Thank you.
Sensationell! Dankeschön! Dankeschön. Thank you.